wir haben viele Spiele, das heißt, dass ich schon überzeugt bin, dass jeder auch eine Chance bekommt und dass jeder gebraucht wird. Aber letztendlich ist es gut für uns, dass die Kader fit ist außen, die Spiele, dass sie wissen, die schon lange aus sind. Ja, jetzt kommt sie diese Woche mit 3 Spielen und wir freuen uns auf die wichtigen Spiele. Das ist auch bereit. Wäre rein theoretisch bereit, auch in der Startelf zu spielen? Ja, Leroy ist dabei. Herr Freund, Sie haben jetzt Leroy Sané ein bisschen länger erlebt als der Trainer. Haben auch seine Schwere? Das glaube ich nicht. Die kennen Sie so lange zusammengespielt. Ach so, ja klar. Nein, aber ich meine jetzt die letzte Rückrunde bei Bayern, da hat er seine schwere Zeit gehabt, bei Manchester Leafs, ja. Wie haben Sie ihn da erlebt, wie er mit diesen immer neuen Verletzungen und auch mit dieser großen Verletzung umgegangen ist und was unterscheidet seine Stimmung jetzt? Ja, ich war ja die ganze Saison dann dabei, also er hat eine richtig, richtig gute Hinrunde gespielt, war richtig stark unterwegs, auch viele Scorerpunkte gemacht. Und im Frühjahr war es dann einfach so, dass er immer wieder mit Verletzungen Themen hatte und Schmerzen hatte, auch keinen richtigen Rhythmus mehr hatte im Training. Und es war natürlich ein Thema, er hat sich dann durchgekämpft, muss man wirklich sagen. Er hat wirklich auf die Zähne gebissen und immer wieder versucht, der Mannschaft zu helfen. Aber natürlich, wenn man immer wieder Schmerzen hat und nicht so im Rhythmus ist, auch im Trainingsrhythmus ist es schwieriger. Aber er hat es bis zum Schluss durchgezogen und ich habe ihn da als richtigen Kämpfer kennengelernt, der unbedingt immer wieder spielen wollte und sich durchbeißen wollte. Aber das Schöne ist jetzt einfach, dass er schmerzfrei ist. Er hat sich jetzt auch die Zeit genommen. Das war jetzt ganz, ganz wichtig, dass er einfach einmal wieder sich richtig aufs Training auch konzentrieren kann. Und ja, wir freuen uns jetzt wirklich, dass er wieder dabei ist und ja, richtig fit ist. Ja, wir als FC Bayern München sind einfach extrem happy und extrem glücklich, so einen Spieler bei uns zu haben. Jamal Musiala ist ein Weltklasse-Spieler, ein ganz außergewöhnlicher Spieler. Ich glaube, Jamal ist ein Spieler, für den die Leute auch ins Stadion gehen. Einfach seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, gibt es nicht so oft. Er kann Spiele entscheiden. Er ist ein absoluter Teamplayer auch. Ja, er arbeitet fürs Team, er arbeitet im Training, ist ein richtiger Profi, er will sich immer verbessern. Ja, ist kann einer der besten Spieler der Welt werden und wir sind sehr, sehr froh, dass er bei Bayern München ist. Und auch Deutschland, glaube ich, kann sehr, sehr froh sein, so einen Spieler zu haben. Er hat eine sehr, sehr gute Europameisterschaft gespielt, jetzt auch diese Spiele wieder gegen Ungarn und gegen Holland. Der Jamal ist einfach richtig außergewöhnlicher Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Warum er dann kritisiert wird, wer so eine Meinung hat, finde ich ein bisschen absurd. Weit hergeholt auch. Ich glaube, in anderen Ländern, ich bin ja kein Deutscher, aber in anderen Ländern würden so junge Spieler mit so einem Potenzial und solche Fähigkeiten einfach hochgelobt und man ist dankbar, dass man solche Spieler hat für so ein Land. Er ist noch so jung, hat auch schon so viele Länderspiele am Buckel, wird die nächsten Jahre, das nächste Jahrzehnt prägen für Deutschland und hoffentlich auch für Bayern München. Und darum kann ich nur für Bayern München sprechen, dass wir sehr, sehr froh sind, so einen Spieler bei uns zu haben. Ja, also ich habe schon der eine oder der andere Top-Spieler miterlebt und Jamal soll einfach nichts ändern, weitermachen und wie immer, so ein Spieler, wie Christoph gesagt hat, kann das Ziel haben, einer der 3 oder 4 besten Spieler in der Welt zu sein. Und, aber weiter geht's. Jetzt nächstes Spiel. Ich freue mich schon, dass er wieder bei uns ist. Und also wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, Zeitplan. Wir sind mit Jamal immer im Austausch. Natürlich, wir wollen den Vertrag verlängern. Wir wollen, dass Jamal ganz lange bei Bayern München spielt. Das hat auch unser Präsident und auch der Max schon gesagt, dass das ganz eine wichtige Personale für die Zukunft auch ist. Und ja, natürlich gibt es da Gespräche und wir hoffen auch, dass wir die positiv zum Abschluss bringen können. Aber wir haben da keinen Zeitplan oder Zeitdruck. Jamal hat jetzt auch noch knapp 2 Jahre Vertrag. Aber natürlich ist unser Ziel, dass er sehr, sehr langfristig bei Bayern München Spieler bleibt und da eine Ära mitprägen kann, hoffentlich. Leon Goretzka war in den letzten Wochen oft genug Thema. Er ist jetzt noch hier. Wo siehst du ihn denn? Eher im zentralen Mittelfeld oder wie zuletzt im Testspiel gegen Zürich dann doch als Innenverteidiger? Ja, also es geht wieder jetzt um ein einzelnes Spieler, aber für mich ist wichtig, genau, dass wir die Kader haben. Aber jetzt müssen wir ehrlich sagen, wir haben 2 Verletzte in die Verteidigung. Das heißt, ob es jetzt Leon ist oder ein anderer, das ist normal, dass ich jemand zurück in diese Position holen muss.
Und es ist auch besser, wenn man das ein bisschen geübt hat, falls was passiert. Aber wichtig ist, insgesamt gucken wir so auf die Karte, dass jeder eine Chance bekommt. Oder vom Kopf her, vom Einstellung ist es so. Und jeder soll sich einfach in die Mannschaft kämpfen. Das ist eigentlich, das wird das Thema sein für jeder. Aber viele Spiele, deswegen bin ich schon überzeugt, dass wir einen brauchen. Vieles dreht sich ja auch um Paul Wanner. Wie beobachten Sie ihn aus der Ferne? Wie oft ist da vielleicht auch ein Austausch zwischen dem FC Bayern und ihm da? Und für Sie als Österreicher muss ich natürlich fragen, Österreich oder Deutschland, wo soll er spielen? Ja, das ist natürlich seine Entscheidung. Das ist natürlich seine Entscheidung. Ich als Österreicher hätte nichts dagegen, wenn er für Österreich spielt. Er ist ein richtig guter Spieler, hat natürlich auch einen Österreich-Bezug, aber ich glaube, das muss der Paul für sich selber entscheiden. Das hat er jetzt auch gesagt, das ist eine Entscheidung, da kann er nicht dann wieder hin und her switchen. Es muss sein Gefühl sein, sein Herz sagen, für wen er dann spielt. Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Entscheidung. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Wir verfolgen ihn und auch die anderen Lehrspieler sehr, sehr eng. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sind öfter mit ihm im Austausch. Er hat jetzt einen super Saisonstart gehabt. Ich glaube, es ist einfach ein perfekter Verein für ihn. Auch das Umfeld, auch wie dort gearbeitet wird, auf was da Wert gelegt wird. Und jetzt gilt es, das einfach immer wieder zu bestätigen. Es hat einen Schritt gemacht von der zweiten in die erste Bundesliga. Und wir freuen uns sehr, dass das jetzt so gut gestartet ist für den Paul und verfolgen ihn weiterhin sehr, sehr eng, weil wir viel vorhaben mit ihm in Zukunft.